gelingt es uns, ihren Anhängern etwas wertvollere Opfergaben abzuschwatzen. Hier ist einer. Lafter zieht einen Beutel von hinten hinter dem Altar hervor und wirft ihn dir zu. Der Rest ist in der großen Kiste. Sie dreht sich zu ihren Komplizen und nickt. Sie legen ihre Waffen beiseite und fangen an, ihre Sachen zusammenzusuchen. Nachdem die Diebe gepackt haben, bilden sie eine Reihe wie Priester auf Pilgerschaft. Lafter öffnet die Tür einen Spalt und blickt hinaus. Sie bedeutet den Dieben ihre Flucht zum Beginn und wirft dir einen letzten Blick zu. Dieses Mal ziehen wir weiter. Die Tür schließt sich hinter dir. So, zu was hat mich das jetzt gemacht? Hab keinen besonderen Einfluss gehabt. Weiße Wappenrüstung. Ui, die sieht schön aus. Und vielleicht finde ich ja bei Undras Batterie noch den letzten Gabenbringer. Bei Dürgans Batterie. Handel mit Reue. Lafter hat zugegeben, dass ihre Bande sich als Anhänger Undras ausgegeben hat, um die Bürger von Stormwind zu bestehen. Ich habe die Diebe laufen gelassen. Im Gegenzug hat Lafters Orkuns Erbstücke zurückgelassen. Der Zwerg wird glücklich sein, sie wiederzubekommen. Ich habe Orkuns Erbstücke im Ondra-Tempel gefunden. Wie sich zeigt, gaben Lafter und ihre Bande nur vor, Priester der Göttin zu sein. Sie nutzten die Verzweiflung der Dorfbewohner und behielten ihre Opfergaben an Ondra für sich. Orkun wird glücklich sein, das Medaillon seiner Schwester zurückzubekommen. I'm here. Ich hoffe, du bringst gute Kunde. Ich weiß, wo der Gabenbringer dein Erbstück entsorgt hat. Hast du sie gefunden? Was ist mit dem Medaillon? Ich habe dein Medaillon. Ich zeige es mir. Der Zwerg grinst unter seinem besorgten Bart breit. Hier. Orko nimmt das Medaillon vorsichtig in seine Handfläche, um es nicht mit seinen schmutzigen Fingerspitzen zu beflecken. Orkuns Erbstück verloren. Ja, das ist ihr Medaillon. Er lächelt und richtet mit einiger Mühe seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Du hast heute eine gute Tat vollbracht. Wenn ich den Schatz eines Königreichs hätte, um ihn dir zu geben. Ich habe auch deine Rüstung gefunden. Ich brauche sie nicht. Was sollte ich damit anfangen? Er nickt. Behalt sie. Mögen sie dir Glück bringen. Und nochmal 1200 Kupfer. Er dreht sich um und geht fort. Er blickt nicht auf den Pfad vor sich, sondern auf das wertvolle Erbstück in seinen Händen. Dennoch scheinen die Schritte seiner kurzen Beine voller Zuversicht zu sein. Ja, und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Ja, Handel mit Reue abgeschlossen. Haben wir auch jetzt gerade die Quest mit Sagadi abgeschlossen? Nein, wir haben Steuern eingetrieben. Gut. Das braucht noch zwei Runden. Wo ist die Rüstung jetzt? Das wäre diese weiße Wappenrüstung. Das ist eine verdammt gute Rüstung. Sie ist außergewöhnlich. Überwältigende Welle, einmal pro Ruhephase. Gewährt Talent, tanzende Blitze, einmal pro Ruhephase. Minus 1 Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Habe ich eigentlich der hier Ah ja, Gewandtheit habe ich der gegeben. Und Schadensreduktion, Zersetzung. So.
Und die sieht echt cool aus, die Rüstung. Jetzt bräuchten wir nur noch einen schicken Helm dazu. Oh, warte mal, das waren Stiefel hier für unbewaffnet. Plus zwei waffenloser Schaden. Hals, Hals, Kopf. Gut. I'm here. Damit haben wir auch die Quest erledigt. Das war immer noch der Drache. Das ist bei Dürgards Batterie. Das ist Manea. Das ist der Schnaps und das ist alles anderes Zeugs. Okay. Das heißt, jetzt geht es für uns zur Batterie hoch. Ne, halt, wir wollten erst noch, noch zu Redding Guild und mit ihr wegen den Ogern reden. Naja, die Quests hier geben Erfahrungspunkte wenigstens. Noch 8300 und dann haben wir wieder ein Level up. Da sind wir schon bei 15. You've been busy since we last spoke. I want to thank you for what you've been doing for Stalwart. Sie nickt dir langsam zu. Du warst fleißig, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich danke dir dafür, was du für Stalwart getan hast. Was kannst du mir über Feras Expedition sagen? Who? Sorry, I don't recall the name. Wer tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Ihre Stimme legt sich in Falten. Last expedition I met disappeared weeks ago. Didn't give any names, but they definitely haven't come back this way. Die letzte Expedition, der ich begegnet bin, ist vor Wochen verschwunden. Sie haben ihren Namen nicht erwähnt, aber sie sind definitiv nicht wieder zurückgekehrt. Don't mean this Feyara weren't part of an expedition, though. We get groups passing by sometimes, looking to try their luck. Das heißt aber nicht, dass diese Feyara nicht zu einer Expedition gehörte. Gelegentlich kommen hier Gruppen vorbei, die ihr Glück hinterherjagen. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Nichts, leb wohl. Hast du eigentlich noch was zu sagen? You did right in parlaying with Barragon. Don't know that anyone else here is gonna see it that way, but I thought you should know. Es war richtig, dass du mit Berigam verhandelt hast. Diese Meinung werden hier nicht viele teilen, aber ich wollte, dass du es weißt. Er nickt dir nachdenklich zu, ehe er sich wieder dem Feuer zuwendet. Weißt du etwas über deine ganze Batterie? It's a fool's hope. A fantasy that's kept these parts inhabited longer than they should be. Sie ist ein Luftschloss, ein Traum, der dafür gesorgt hat, dass die Leute länger hier ausgeharrt haben, als es jemals zuvor sinnvoll war. Er überblickt das alte Haus und die abgewetzten Möbel. They say the Pargrunan Dwarves developed Durgan Steel, became powerful, rich. Die Pargrun-Zwerge haben den Durgan-Stahl erfunden, das hat ihnen Macht und Reichtum beschert. And then one day, they locked their doors and died. Und dann eines Tages haben sie ihre Türen verriegelt und sind gestorben. Er zuckt mit den Schultern und breitet die Hände aus. Nothing like a mystery to stir folk up. Most of Stalwart is convinced that some Pargrun secret will save us all. Nichts erregt die Leute mehr als ein Geheimnis. Falska Stalwart ist überzeugt, dass uns irgendein Geheimnis der Pargrun retten wird. But that don't stop them from whispering a prayer when they pass the old fortress. Aber das hält sie nicht davon ab, ein Gebet zu murmeln, wenn sie an der alten Festung vorbeigehen. Er lächelt verbittert. Something else you need? Brauchst du noch etwas? Du hast gesagt, ich sollte Frieden mit der Matrone in Berigan schließen. About the only thing folk here haven't tried. Killing one more matron won't change things for long. Das ist das Einzige, was die Leute hier noch nicht probiert haben. Wieder eine Matrone zu töten, würde nicht lange etwas ändern. Er schüttelt den Kopf. Besides, her clan's flames that whisper. The one that attacked us was Wolf with many mouths. I'd know him anywhere. Ich hätte vorher mit ihm reden sollen. Das hätte mir vielleicht bei der Matronin etwas geholfen. Außerdem gehört sie zum Clan Flammen, die flüstern. Unsere Angreifer aber stammen vom Clan Wolf mit vielen Mäulern. Ich würde sie überall erkennen. They're cut from the same cloth, Aldrich. Only a matter of time before Barragon marches through that gap in our walls. Sie sind aus demselben Holz geschnitzt, Aldrich. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe Barragon durch diese Lücke in unseren Mauern marschiert.
Beim Klang von Rengins Stimme richten sich Ulrichs Schultern auf. Er presst den Kiefer zusammen und verkneift sich eine wütende Antwort. Du scheinst in vielen Dingen nicht Rengins Meinung zu sein. Mother's convinced that a magic forge will turn this frozen crack into a hub of civilization. She can't accept this place is dying. Er zuckt mit den Schultern. Mutter ist überzeugt, dass eine magische Esse dieses gefrorene Land in ein Zentrum der Zivilisation verwandeln wird. Sie sieht einfach nicht ein, dass dieses Dorf stirbt. Me? I'd just as soon move on. Ich würde gerne einfach nach vorne sehen. Er zieht die Sohle seines Stiefels über die geraden, aber verwitterten Dielen. Was tust du I'm a hier? Carpenter. Mother's a builder. So it felt like a good fit at the time. Ich bin Schreiner, Mutter ist eine Baumeisterin. Daher mutze ich das an. Er verzieht die Lippen zu einem schmalen Strich. Not that we've got a lot of new folk to build houses and furnishings for. These days I spend most of my time fixing up the stockade. Nicht, dass viele neue Häuser oder Möbel zum Bauen gebe. Die meiste Zeit bin ich damit beschäftigt, die Paisaden zu reparieren. Dann leb mal wohl. Erstmal. Okay. Das heißt, wir können jetzt hoch nach zu der ganzen Batterie. Der Loading Screen sieht schon mal beeindruckend aus. Und das Gebiet scheint wieder etwas größer zu sein. Nice and quiet. Aber ja, hier gibt es auf jeden Fall Waldgebiet. Hier gibt es auch Rehe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass mich hier die Hirsche angreifen. Sonst hätte ich mich von ihnen ferngehalten. Ist das Gerät stößt ein grauenhaftes Quietschen aus. Der Kompass zeigt nach Westen. Ah, sehr schön. Tagebuch aktualisiert. Ist das jetzt hier? Von der Kreuzung aus zeigt, ist das Gerät nach Westen. Wie läuft es eigentlich mit der Bindung von dem Ding so? Okay, 10 Gegner haben wir bis jetzt getötet damit. I'm here.
and if I find something good, you can have half. Oh, Felsogre. The stench. Even worse when dead. Gut him and bring him. I'm here. Möge Matroni Beregards Vision uns leiten. Okay, das sind Beregards Oger.